jetzt. Das ist Weihnachten. Durch die Stadt hetzen und in letzter Minute Geschenke kaufen für die Leute, die sowieso schon alles haben. Das ist nicht Weihnachten. Wenn in der Kirche Stille Nacht gesungen wird, dass der ganz feierlich zumut wird und wenn die erste Schneeflocken fallen, gerade wenn du aus der Kirche kommst, das ist Weihnachten. Ach, jetzt lassen wir das mit der Gedichterei da. Wir wollen doch Schwäbisch für Profis machen und das ist die Weihnachtsedition. Also, der Weihnachtsmann. Brötle. Jawohl, Stab. Super. Jetzt macht's Sinn. Link. Neu, ihr müsst das anders betonen. Hohoho, Jungs, jetzt wird's ernst. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, aber zuerst müssen wir noch was tun. Der Hanna am Weihnachtsbaum hängen 6 Begriffe und die müssen wir noch sagen und erklären. Nagschnier. Was, Nagschnier? Nagschnier. Nagschnier. Nagschneid heißt es. Aber für den Anfang hat er so einigermaßen gut ausgesprochen. Nagschnia. Ist es auch noch? Nagschnia. Nagschnia. Wie spricht man das? Schoki, das hättest doch du wissen. Nagschneid. Nagschnia. Hört es an wie Nachtschnecke? Mensch, Chris. Hat doch nichts mit Schnecken zum tun. Wir sind noch im Weihnachts-Edition. Da kommen doch keine Schnecken vor. Hört sich wie Schnee an, irgendwie. Es geschneit hat. Ja. Rangeschneit. Ja. Ist irgendwo Schnee draufhängt. Ja, keine Ahnung, ja. Oder? Ja, das würde ich auch sagen. Ja, Anna, genau du triffst den Nagel auf den Kopf. Absolut richtig, die Mädels sind top. Schnee oder was? Wenn es schneit, das ist, wenn es schneit. What did it mean? Snow. Oh, okay. Oh, shit. Die Schnee, du sagst. It's very cold, we have it on the pitch. Oh, sure. Aber hört sich schon so an wie, ein bisschen so wie, hört sich an wie Nachtschnecke. Da freust du dich drüber, ne, dass der schon drin ist jetzt, ne? Jetzt holt er das nächste vom Christbaum, mal sehen, ob das besser klappt. Okay. Bombole. 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 Neu, ihr müsst das anders betonen. Nicht Bombole, Bombole. Wie das? Bombole? Wo ist die Bombo? Also können wir ja fast schon. Oder ist ja richtig, oder? Bonbon? Ja. Silas, das ist deins. Schoki, du bist wieder gut und der Silas auch. Wie immer. Du bist halt ein Schwab, deswegen weißt du das halt. Bombole. Ah, Bombole. Ja, ja, ich weiß, dieses gibt es auch auf dem Weihnachtsmarkt immer, ne? Gibt es auf dem Weihnachtsmarkt? Ist das dieses Likör da oder Glühwein? Nein, Chris, das ist auch nichts mit zum Trinken. Kinder morgens auch. Überlegen mal. Nein, da weiß ich nicht. Ja, ein Bonbon. Ja. Das können wir doch, oder? Ja, natürlich. Ah, okay, Bonbon. Jetzt ihr zwei Mädels. Kriegt ihr von eurem Trainer auch ab und zu mal eine Bombole zugeschickt? Ein Bombole von Eiko. Trainingsfrei. Ja. Das ist ein Bombole von Eiko. Ja. Ja, das ist ja eine Bombole. Oh Gott. Bagasch. Was? Bagasch. Bagasch. Ich kann sowas nicht aussprechen. Nein, nicht Bagasch. Bagage. Ihr müsst immer aufs Hintere langzogen. Das ist wie beim Bombole, da ist das jetzt ein Bagage. Bagage. Na, du bist aber gut. Aussprache top, aber hinten musst du trotzdem noch ein bisschen ziehen. Ja, bitte. Bagage. Habe ich jetzt auch noch nie gehört. Schoki, jetzt bin ich aber wieder enttäuscht. Du als schwäbischer Profi. Irgendwas mit Backen, oder? Nein, auch nicht mit Backen. Was zu essen? Nein, auch nichts zum Essen, muss ich dir auch sagen. Denk doch dran, mit wem Weihnachten alles zusammensitzt. Ach so, der Weihnachtsmann? Nein, auch nicht der Weihnachtsmann. Das ist ja nur einer. Keine Ahnung.
Also nochmal, jetzt überlegt ihr mal, wenn Weihnachten ist, wir treffen uns alle oder ihr trefft euch mit eurer Verwandtschaft. Wie können wir die auch nennen? Ad Bagage, jetzt. Die ganze Bagage. Super. Ganze Familienkreis, ja. Jetzt, guck, wenn man es richtig ausschwätzt, dann weiß man auch, was heißt. Familie und sowas. Genau. Ist das so ein Besuch oder was? Ja, in die Richtung. Aber habe ich noch nie gehört, ne. Es ist ja gut, dass ihr mal auch Wörter hört, wo ihr noch nicht gehört habt, dass ihr mal wisst, was die heißen. Päckle. Ah ja, das weiß ja jeder. Ein Päckle. Kriegen wir doch alle an Weihnachten, oder? Ein Päckle. Päckle. Paket. Geschenk? Ja, das wissen wir. Ja, schön. Christbaumpäckle. Ja, Geschenk. Oder? Das sind wir richtig. Ihr seid richtig. Alles gut. Es gibt keine Einwände von meiner Seite. Hockeste. Was ist das? Hockey? Like. Nui, wir sind hier an Weihnachten, da spielen wir kein Hockey. Und jetzt muss ich geschwind noch mal was zum Chris sagen. Nicht lachen, wenn man das Wort selber nicht ausschwätzen kann. Also ich kenne es nur am 1. Mai. Das sagt man auch so, 1. Mai Hockeze, wenn alle so ein Fest halt, alle zusammensitzen sollen. Weihnachten habe ich es jetzt noch nie gehört, aber wahrscheinlich, dass man es einfach feiert, so mit die Weihnachtshockeze. So. Zusammensitzen, oder? Hockeze, ja. Oder? Weißt du nicht? Ja. Ja, zusammensitzen. Genau, absolut richtig, Mädels. Wir Mädels können sowieso bessere Hockeze machen wie die Jungs. Jetzt macht's Sinn. Bling. Richtige Pros, ja. Brötle. Gutzle. 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 Brot, ne? Das ist ja Brot, oder? Nui. Nicht? Nui. Ist das so? Ist das so dieses typische Weihnachtsgericht, ne? Nein, ist auch kein typisches Weihnachtsgericht. Ist ein Gutzle oder in anderen Regionen sagt man auch ein Brätle. Jetzt, du wieder, Chris. Ach so, jetzt ist das diese. Zum Trinken, ne? Ach, Chris. Bei dir ist alles zum Trinken, das habe ich schon vorhin gemerkt. Einmal ist der Likör und jetzt ist wieder was zum Trinken. Wir trinken nicht bloß an Weihnachten. Ja, Gutzle sind Plätzle, also Brötle. Weihnachtsgebäck. Ja, Brötle. Aber Brötle? Hört sich wie Brot an. Das wird auch gesagt, irgendwie ein Gebäck, oder? Ja, genau. Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen, wie du gerade gesagt hast. Gutzle, Brötle, Weihnachtsgebäck. Das ist jetzt in Schwäbischer von Region zu Region verschieden. Ja, also Plätzchen, Kekse, so hier. Ah, Plätz, gut, ja. Hey, which language? This is from which country? Schwäbisch hier. From here? From this area. Oh, okay. So it's in German? Yeah, but they have their own language here. Yeah, really? Yeah. Ja, gut. Das Schwäbisch ist unser Spruch. Aber normal ist unser Sprach Deutsch. Und das ist das Dialekt. Jawohl, stark. Super. Absolut. So, jetzt kriegt ihr von mir noch ein Geschenk. Also. Und jetzt will ich wissen, was die einzelnen Sätze heißen. Jetzt aber anstrengen. Wenn du nicht lieb bist, bringt dir das Christlichkind keinen Schlotzer. Ich glaube schon. Jetzt, das schaffen wir zusammen. Wenn du nicht lieb bist. Bringt das Christkind keine Geschenke. Ja, so kann man es auch sagen. Also das heißt ja, wenn du nicht lieb bist, bringt das Christkind keinen Schlotzer. Wenn du nicht anständig bist, bekommst du vom Christkind keinen Lolli. Okay, gut, Chris. Jetzt muss ich auch noch Hochdeutsch schwätzen. Als Überforderschmerbe. Ich Hannen. Ja. Und Bala. Bala, ja. Sehr gut, Silas. Ich habe einen. Was ist das für ein Balle? Das weiß man doch.
You understand? I am in Ghana. But you're from Germany, bro. You don't understand. I'm from NRW, you know, from Dortmund area. Yeah. You're not talking like this. Really? It's only here. Ich werde kein Ball. Ich habe eine Macke, nein, keine Ahnung. Das hört sich aber an. Ich gebe euch mal einen Tipp. Eigentlich müsste den Tipp ja im Chris geben, weil der hat so immer mit dem Trinken gerade. Der sieht ja das jetzt wissen, was ein Baller ist. Ich bin betrunken. If you drink too much. Drink. Absoffen. Oder? Ich bin besoffen. Oder nicht? Psoffen, genau. Oder so. Na, hast du einen Baller. Ein heiliger Ben gibst bei uns immer. Sei der Würstel mit Grombier-Salat. Understand Salat? Yeah. So maybe it's about food. Also das hat er sehr gut vorgelesen. Und er weiß auch das, was mit dem Essen zum Tor hat. An Heiligabend gibt es bei uns immer Seitenwürste mit. Ja, okay, das Grombier-Salat weiß ich jetzt nicht. Doch, Chris, das weißt du. Du musst Schwäbisch denken. Ach so, Kartoffelsalat. Aber das gibt's auch. Ja. Geht doch. Haben wir wieder gut übersetzt. Man muss euch bloß älter mal in Händen tappen. Dann klappt es. Was gibt's denn zum Essen bei euch so an Weihnachten? Bei meinen Eltern immer Würstchen. So meine Oma, die macht schon Reh oder Hase gab's auch oft. Bei uns auch traditionell immer Würstle mit Kartoffelsalat. Bei uns auch. Ja. Bei 90% von den Schwaben gibt es an Heiligabend Eppirer-Salat und Säuderwürstler. Und Silas, what do you eat at Heiligabend? Ich Fleisch, ja. Fleisch mit Kartoffeln, mit Soße, Bolognese-Soße. Okay. Also ich wünsche euch allen eine gesegnete Weihnachten, nicht nur euch, sondern der ganzen VfB-Familie, eine Menge Päckler, ein Haufen Gurzler und dass euch nicht schlecht wird vom vielen Essen und dann sehen wir uns irgendwann mal bestimmt wieder. Tschüss, eure Angelika.